Das ist fast schon ein Nudelwasser, der läuft gerade schon. Sieht nach Regen aus. Für die Masse des Penis. Eigentlich scheißegal. Nee, doch, braucht ein Gefäß. Geht mir das. Ah, was nehmen wir denn da? Was nehmen wir da? Oh, das Wasser. Vorsichtig, ganz langsam. Nudeln müssen kochen, dauert eh noch etwas. So. Dann machen wir uns hier schon mal eine Masse für dich. Nudelbündchen und Ei, ganz einfach. Und schnell gemacht, relativ schnell, weil die Nudeln ja kochen müssen. Das heißt, das lassen wir nebenbei laufen. Wir brauchen jetzt mal ein bisschen Ei. Natürlich ganze Eier. Was nehmen wir denn da? 4 Stück? Boah. Du kannst pro Person eigentlich 2 Eier rechnen. Zum Einfachsten. Hallo? Eingepackt, wie hier festgefressen ist. Was ist das denn? Alter Sau. Jetzt habe ich der Schale drin. Ich will eigentlich festhängen, was ist das denn für eine Sauerei? So scheiße. Vorsichtshalber noch ein Ei mehr. Ein weißes Leben. Du musst alles mitnehmen, ne? Das hätte ich fast vergessen, dass in unserem Nudelwasser etwas Salz muss. Das heißt, erst was. Muss aber ordentlich Salz rein, ne? Ein Pfeffer im Auge, ne? So, ein Ei noch. Ja, geht doch. Aber bitte. Etwas helfen. Etwas Salz, aber wenig. Wir haben das Schinken dabei. Und ja, dann brauchen wir jetzt mal, bevor wir unser Ei jetzt fertig machen, in unserem Schinken schneiden. Dann nehme ich mal den guten Schwarzwälder hier. Man kennt ihn, Schwarzwälder. Brauche ich noch ein Messer zu klein machen, füllen wir auf. Hier 80 Gramm Schwarzwälder Schinken, GGA, Spitzenqualität. Natürlich. Natürlich. Kurz die Nudeln öffnen. Und dann einfach ins Wasser. Tüte, einmal kurz durchrühren, zu dem Top hier. Ich muss mal gucken. Hey, ausspucken! Hey, ausspucken! Ich klopfe auch! Ich klopfe auch!
einmal Ruhe. Hm, 80. Upsi. Aber eine Sekunde ist ja aufgepasst. Da geht schon los hier. Ja, 80 Gramm Schwarzwälder. Lecker, lecker, lecker. Aber hey, du sagst. So, können wir mal gucken, dass wir den Schinken einmal schneiden. Einfach hier zusammenholen. Dann, ne? Dann mal auseinanderfriemeln. Einfach mal so längs erstmal. Aua! Ja, wir das haben, noch einmal hier zusammendüdeln. Wenn jemand durchgehen hier. Ein bisschen feiner. Geht halt viel schneller. Wie man merkt, ziemlich einfache Variante. Kann keiner sagen, wer zu blöd dazu. Und den Schinken mich hier mit der Zahl schmeißen. Wird nach gleich, ja, einfach vermengt. Und hier finde ich guten Käse. Guter mittlerer Gouda. Hm? Mal kurz gucken hier, wie viel wir da brauchen können. Ja, 4 Stück. Ja, gut 4 Stück. Sind ja auch nicht so dick, ne? Dann der Rest wieder weg hier zur Seite. Wegtüdeln. Ist zum Gratinieren. Wo ich gerade von Gratinieren, die Nudeln sind jetzt ungefähr 2-3 Minuten drin. Und dann können wir den Ofen vorheizen, 200 Grad. Gerät. Umluft. Ne? Ja. Wie immer. So. Käse vom eventuellen, wie man es jetzt hier wieder sieht, Wachsrand befreien. Das mache ich lieber mit dem Messer, sonst zittert auch nichts mehr. Der Milosch. Scheiß Wachsrand willst du nicht haben, schmeckt nicht, ist auch nicht gerade gesund. Hab ich gehört. Ja, also andere Glück damit. Einfach in die Auflaufform schmeißen, wo nichts drin ist. Hier dann zuck. Das ist eine blöde Fliege, die hinter dem Sender. Krieg ich den immer noch nicht ganz runter? Ja, ist so ein Scheiß hier. Mhm. Ich mach jetzt ein bisschen rot. So, der Hund nachher abklammern, auf den Schissen. So. Hier. Einmal die Nudeln durch. Einmal Bällchen. Ja. Ups, da ist der Wachs dran, aber noch nicht ganz ab. Das hasse ich, ne? Wenn du so ein Witzwachs und das. Ja, immer mal Käse ohne diesen Rand, der sich irgendwie hier befindet. Auf die Platte haben wir zurück. Können wir zur Seite rum. Auch der gleich erst. Käse und wieder in den Kühlschrank zurück. Schimmer, der Hose rutscht heute ständig. So, in der Zeit, wo die Nudeln jetzt noch ein paar Minütchen brauchen, haben wir uns hier unsere Pickskelle holen. Jetzt muss ich, da meine Hand immer noch ein bisschen kaputt ist, die Seite nehmen, das wird lustig. Damit kann ich es nämlich nicht besiegen. Klappt schon. Einfach ein bisschen unterrühren, ne? Sich erst mehr oder minder bis miteinander verbindet. Ich kann mit rechts wirklich gar nicht, also mit links ist. Aber wer es noch mit dem Handgelenk hat, wenn ich es jetzt wieder übertreibe, bin ich nicht angeschissen. Oh, das heißt, in aller Ruhe heute. Wir haben Zeit.
Das war knapp, du. Das war knapp. Was war jetzt noch? Kein Blut. Vergessen. Gibt da jetzt einen Ofen? Ja, das hätten wir. Das brauchen wir eigentlich nur noch fertige Nudeln. Ja. Boah, kann man da haben. Schnell ist natürlich anders. Auf der anderen Seite ist der Vorteil bei diesen Nudeln, die sind halt ziemlich dünn, sind normalerweise schnell durch. Und wenn die hier draußen auf 8 Minuten? Bisschen, ja. Komischerweise, egal welche Nudel du kaufst, ob klein, ob groß oder sonst was, komischerweise, brauchst du für alles über 8 Minuten. Es steht überall immer 8 Minuten und dann gucken, ob die Härte gerade passt. Die Härte gerade passt mir nicht. Jetzt können wir noch einen Ticken, kleinen Ticken Salz und einen Ticken Pfeffer. So, soll er Eiermasse geben. Oh, was vergessen. Denn niemand mag lasches Essen. Niemand. So. Ofen ist. Bis auf 150 sind wir schon, das ist gut. Hätte ich natürlich früher vorheizen können, was aber Quark ist. Ist Quatsch, bringt dir gar nichts. So, haben wir Nudeln soweit, dass wir hier Platte ausdrehen können. Nutzen dann noch die Restritze. Was brauchen wir noch hier? Ja, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich auch nicht. Ein Sieb für die Nudeln. Ist ja keine große Arbeit hinter. Ne? Also wir machen es ja eigentlich gar keine Arbeit. Einfach, schnell, lecker. Mehr oder weniger. Ist wieder was? Ach, 4 Uhr. Boah, so. Bisschen früh für Mittag. Aber warum nicht? Warum nicht? Fantastisch. Dann sieht man es gar nicht mehr so besonders bei dir. Das ist gelähmt halt noch, ne? Tja, was willst du machen? Jedenfalls Sicherungsstück. Ja. Wieso und so? Was Neues? Was Altes? Was Missbrauchtes? Ich weiß ja nicht. Aber eigentlich, so zeittechnisch müssten ja eigentlich gut sein. Es ist ein bisschen verwirrend. Aber ich schau mal kurz, löffel mal hier durch. Gucke mal, ob der. Ups. Supi. Gibt's ja auf die Schnelle. Ja. Scheiß. Hier. So wunderbare Piste hier. Kleine hier stehen die Nudeln rein. Sind nicht sehr hoch. Wie gesagt, das sind zwei Personen, da brauchst du nicht so viel. Und hier unsere wunderbare Masse dazu. Schön in Ruhe drüber gießen. Das ist auch verteilt, das ist eine alte Schlotze. Ja. Kannst du es gerne noch mit der Gabel ein bisschen hier in dem Schinken und so. Rührst du einfach noch ein bisschen durch, weißt du? Sodass du das halt gleichmäßig hast, über ein bisschen, ne? Ei, Schinken und sowas. Dass das auch richtig, also das Beste ist, dass du letztendlich so eine Nudel so mehr oder weniger einen Abschluss hast. Das ist optimal, das wäre optimal. Dann wollen wir uns noch kurz tun, dass wir hier ein bisschen Käse haben. Gratinierter Käse schmeckt immer super. Wir haben uns hier unsere kleinen dünnen Scheibchen, das sind ja wirklich sehr dünne Scheibchen, ne? Also dünne Scheibchen nehmen, dann hier halt zum Gratinieren noch drüber geben.
wollen ja auch ein bisschen, lecker, oben drauf haben. Ne? So, hier noch die freien Stellen überdecken. So, jetzt kommt das wunderschöne Ding in den Ofen. Da sehen wir uns, wenn das hier fertig ist. Hallo. Hallo. Was hältst du? Husch. Husch. Ist heiß und. Auch der zweite Geier im Haus, den was zu essen kriegt, wenn ich koche. So, ich habe jetzt gar keinen passenden Dingens da. Nehmen wir den. Wie man sieht, unser wohl gratiniertes, penisähnliches Gericht. Wir müssen hier etwas härter zugreifen, merke ich gerade. Das heißt, ich sollte einen Handschuh anlassen. Wegen der Hitze. Oh. Hört sich das geil an? Gorgeous. Guck dich diesen Rand an. Geil. Geil. Fuck.